Insights. Insight. Aha-Momente für mehr Leichtigkeit im Leben, Business und Beruf. Von und mit Silvia Kietil und Shelia Stevens. In diesem Podcast stehen persönliche Erkenntnisse im Vordergrund unter dem Motto There's nothing to do, there's something to see. Du entdeckst die drei Prinzipien hinter dem Leben und lernst, wie mehr Gelassenheit, innere Ruhe und entspannter Erfolg auch für dich möglich sind. Genieße die folgenden Minuten. Ein herzliches Hallo zu der heutigen Episode vom Podcast Insights Inside. Mein Name ist Silvia Kittel und wie immer bin ich gemeinsam hier mit Shelia Stevens. Hallo zusammen. Heute das Thema ist eine natürliche Lernkurve oder unsere natürliche Lernkurve. Und ich war das letzte Wochenende war ich auf einem Schreibseminar und das war wahnsinnig spannend. Ich schreibe ja sehr, sehr viele und sehr gerne. Und da ging es um das Thema Freewriting. Und es ging dann auch darum, wie wir Texte, die wir produzieren, überarbeiten können. Und das ist ein Punkt, der bei mir wirklich sehr, sehr viel Resonanz gefunden hat, sehr viel Anklang gefunden hat, weil ich dazu eine eher schwierige Beziehung zum Überarbeiten habe. Denn mein Zugang ist bis dato, dass ich Texte produziere und die sind sofort gut. Und wenn sie nicht gut sind, dann sind sie einfach nichts, dann werden sie auch weggeschmissen. Also ich habe ganz, ganz viele Texte produziert, die nie hinausgekommen sind, weil der erste Wurf einfach nichts war. Also da war kein, das hat sich für mich nicht gut angefühlt, das hat für mich keine Tiefe gehabt. Und was ich dort gelernt habe, ist, dass wir einen leichteren Zugang dazu haben können, nämlich indem wir einfach einmal Texte herausbringen, Rohtexte, und die dann überarbeitet werden dürfen. Und ich sage das nämlich wirklich so ganz prägnant dürfen, weil aus der Schule, und ich habe dann darüber nachgedacht, warum ich denn überhaupt so ein eigenartiges Verhältnis dazu habe. Und ich glaube, es kommt bei mir aus der Schule, eine Schularbeit, ein Test, das muss einfach beim ersten Mal sofort in Ordnung sein. Ist es das nicht, bekomme ich eine schlechte Note. Ist es das, bekomme ich eine gute Note. Also insofern war für mich immer, habe ich gelernt, dass ich gute Sachen sofort rausbringen muss. Wenn es nicht sofort gut ist, dann ist es das nicht. Und mit diesem Überarbeiten habe ich etwas ganz, eigentlich für mich wirklich Fundamentales wieder gelernt, nämlich es darf wachsen, es darf sich entfalten. Und ich habe das in den letzten Tagen und Wochen auch ausprobiert und ich darf mit so einem Text die ganze Zeit spazieren gehen. Ich darf Stichworte sammeln. Ich darf einen ersten Rohtext hinausbringen und den darf ich dann überarbeiten. Ich darf den komplett verwerfen und ihn ganz neu aufsetzen. Ich darf nur ein paar Passagen nehmen. Aber das Wichtige ist, es darf sich einfach entfalten. Es darf wachsen. Es darf leben. Und das ist für mich etwas ganz wirklich Fundamentales und Wesentliches, weil das ist unsere natürliche Lernkurve. Es darf wachsen, es darf sich entfalten. Wir sind so darauf getrimmt, dass wir das sofort können müssen. Also wir müssen sofort wissen, wie ein Business geht. Wir müssen sofort wissen, wie unsere Webseite ausschaut. Wir müssen sofort wissen, wie, wenn wir eine neue Beziehung eingehen oder neue Freundschaften, das muss sofort Tiefe haben, das muss sofort alles perfekt sein, anstatt uns einfach dieser natürlichen Lernkurve hinzugeben und zu sagen, hey, das darf wachsen, das darf sich entfalten, das darf ein Eigenleben entwickeln und das darf in die Richtung gehen, in die es auch gerne möchte, ohne dass ich da ständig drauf schaue, wie das sein muss. Und wenn das nicht beim ersten Mal sofort perfekt ist, dann ist das nichts wert. Ja, also das ist etwas, was mich sehr beschäftigt die letzten Tage. Shelia, wie ist das bei dir? Wie stehst du zu Lernkurven und zu der natürlichen Lernkurve vor allem? Ja, jetzt viel besser als früher. Ja, es ist ein Thema, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann, Silvia, gerade jetzt. Und es ist spannend, weil ich weiß nicht warum, aber manchmal
ich denke, ah, ich habe alle Lernkurven hinter mir und es kommen keine neue. Eigentlich müsste ich wissen, als dass wir alle Menschen wachsen und immer neue Dinge uns inspirieren und wir beginnen, uns neuen Dingen zu widmen und dass wir immer wieder neue Lernkurven besteigen dürfen, wenn man so will. Aber ich kann damit ganz viel anfangen. Und zwar, ich habe, während du gesprochen hast, zurückgedacht am Anfang von meiner Selbstständigkeit. Und all die Sachen, die du gerade angesprochen hast, so all die Lernkurven, die auf einen zukommen, wenn man ein neues Business beginnt. Ja, so, okay, jetzt gehe ich in die Welt hinaus, in Social Media und wie verhalte ich mich dort? Und ich weiß noch, ganz am Anfang, ich habe relativ schnell begonnen, so Videos zu drehen und auf YouTube zu stellen oder auf dem Videoblog oder Webinare zu halten. Und ich habe bewusst diese Videos noch draufgelassen auf meine Plattform. Also wer darauf geht auf YouTube, kann schon vor, keine Ahnung, x Jahren, 2009, 2010 noch Videos sehen, wo ich ganz steif dagestanden bin, noch von Skripten abgelesen habe. Und dort wurde ich immer besser, natürlich, je mehr ich vorangeschritten habe. Und jetzt, so 11 Jahre drinnen in meiner Selbstständigkeit, beginne ich, immer mehr über diese Themen zu sprechen, die Sylvia und ich in diesem Podcast mit euch besprechen, so die Three Principles und dieses neue Verständnis von Leben. Und hier fühle ich mich, als wäre ich auf eine riesige neue Lernkurve draufgegangen. Und jedes Mal, wenn ich auftauche, um dieses Verständnis mit anderen zu teilen, egal in welcher Form, in einem Blogbeitrag, ich habe das Gefühl in dem Blogbeitrag, Sylvia, dass ich versuche, die richtige Mischung von jemand in eine Richtung zu deuten, ohne dass ich vorwegnehme, was sie sehen sollen. Mhm. Andererseits die Grätsche zu schaffen, zwischen Verbindungen herzustellen, damit sie es verstehen. Also, und überhaupt in dem Gefühl zu sein, ich habe das noch nicht gemeistert. Es ist manchmal viel zu offen und abstrakt und niemand kann mit dem Artikel was anfangen. Oder manchmal habe ich die Dots connected so eng, dass man nur nickt und gar nichts mitnimmt von dem. Und trotzdem weiterzuschreiben, den nächsten Artikel versuchen, das noch besser zu machen. Oder ich habe heute mit meinem Mann auf dem Spaziergang mit dem Hund habe ich zu ihm gesagt, Sylvia und ich drehen heute am Nachmittag Podcast und ich habe noch nicht das Gefühl, dass wenn ich hindeute zu dem, was ich gesehen habe, dass ich das gut artikulieren kann oder na, was auch immer. Und ich fühle mich wie eine Anfängerin. Mhm. Und das, was du gesagt hast, Sylvia, von ja, es darf wachsen. Es darf am Anfang holprig sein. Es darf am Anfang zu eng sein, zu weit offen sein. Und irgendeines Tages wird kommen, wo das besser sitzt und immer besser sitzt. Und ich glaube, der Punkt ist, und bin ich gespannt, was du dazu sagst, Sylvia, häufig wollen wir Dinge meistern im Hintergrund. Wir wollen das zu Hause vielleicht im stillen Kämmerlein machen und wir wollen nicht, dass andere das mitbekommen. Ja. Und auch, es kommt mir in den Sinn so, diese Idee, nee, wir dürfen auf diese Lernkurve gehen, diese natürliche, die gibt es jedes Mal, wenn wir was Neues anfangen, es darf wachsen. Und wir dürfen das, während das entsteht, mit anderen teilen und es zeigen, egal ob in einer Beziehung. Es trifft genauso durch, dass man sagt, okay, hier stehen wir wissen gar nicht, in welche Richtung das geht, aber wir lernen auf diesem Weg. Also das kommt mir in den Sinn dazu, Sylvia. Mhm. Mhm. Was mir dann, ich habe immer das Bild von einem kleinen Kind, von einem Baby im Kopf, das ja auch nicht im stillen Kämmerlein sprechen lernt oder laufen lernt, sondern es in diesem Alter, nämlich es gibt sich genau diesen ganz natürlichen Lernprozess hin und es darf niederfallen, es darf sich verplappern, es kommt nicht auf die Welt und sagt, ich muss die Sprache jetzt perfekt sprechen oder ich muss die Schritte jetzt perfekt machen und ich darf niemals nie niederfallen.
Erst im Laufe der Zeit haben wir dann, und für mich ist es immer die Schulzeit, ob das jetzt, oder die Gesellschaft, in der wir natürlich auch, die sehr leistungsgetrieben ist, in der wir aufwachsen, die immer sagt, ja, du musst gute Leistung machen und je höher, desto besser. Und mir ist es jetzt, wie du das auch gesagt hast, aufgefallen, auch du verwendest die Wörter und es wird besser. Was wäre aber, wenn das, was wir jetzt schon tun, ja schon gut ist? Ja. Nämlich jetzt, erstens einmal wir zwei hoffentlich, ja, dass das auch gut rüberkommt. Aber ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, wir vergleichen uns immer ganz, ganz stark mit Leuten, die schon ewig in einem Gebiet drinnen sind. Also du hast jetzt selbst auch vorher von dem Dicken Bettinger zum Beispiel gesprochen oder Michael Neal, der Dicken Bettinger, ja, ist ja überhaupt mit Sydney Banks da groß geworden und hat jahrelang mit ihm trainiert und geübt. 35 Jahre. Wahnsinn, er ist unglaublich. Ja. Michael Neal macht seit 10, 12 Jahren nichts anderes. Und es ist, oder nehmen wir ein Business, ja, also dann wird verglichen mit einem Richard Branson oder mit einem Bill Gates oder mit, ich habe keine Ahnung, mit Leuten, die seit Jahren da drinnen sind und da einfach schon gut sind. Und da wir auch in dieser Gesellschaft sind, kriegen wir natürlich auch viel mehr die positiven Geschichten erzählt und nicht die, wo wir niederfallen und wo es nicht so gut funktioniert. Aber ohne dem funktioniert es nicht. Also wir können nicht lernen oder nämlich das eine ist dieses Verstandeslernen. Natürlich kann ich jetzt eine Sprache und die Vokabel lernen. Ich werde aber die Sprache nicht sprechen können, wenn ich sie nicht spreche und wenn sie nicht irgendwie, ich weiß, in die Bones geht, tiefer geht, wenn es sich komplett verbindet mit unserem Körper, mit unserem Geist, mit allen möglichen neuronalen Verbindungen im Gehirn hergestellt werden. Und das passiert aber einfach langsam. Also es gibt niemanden, der eine Sprache so lernt. Es gibt niemanden, der ein Instrument so lernt. Und ich bin da jetzt gar nicht so auf diese 10.000 Stunden, die man braucht, um etwas gut zu können, weil ich glaube, wir würden, wenn wir diesen natürlichen Lernprozess viel mehr durch uns durchfluten lassen können und würden, dann wären wir viel besser, ja, weil es dann spielerischer geht, weil in uns, davon bin ich auch wirklich überzeugt, in uns viel mehr steckt, als wir zumeist rauslassen, weil wir glauben, es muss perfekt sein. Und dieses, es muss perfekt sein, macht irgendwie den Deckel zu. Ja, dann kann gar nichts mehr rauskommen. Also diesen natürlichen Flow oder Fluss, diese natürliche Lernkurve, sich da drauf zu begeben, ist vielleicht ein bisschen anders, als wir es in der Schule gelernt haben. Dort wird der natürliche Lernkurve nicht so unterstützt, aber es ist das, was, indem wir werden jeden Tag besser und jeden Tag besser und besser. Es geht gar nicht anders. Es kann gar nicht anders sein. Und du hast doch heute ein Video, und das passt für mich so gut, ein Video gepostet von diesem Hund. Oh, Hund. Oh, vielleicht können wir das Video dann unten drauf. Es ist wirklich ein ganz entzückender Hund. Und dieser Hund ich habe jetzt die Geschichte nicht gelesen, ich habe das nur gesehen, aber er kann ganz schwer gehen auf seinen vier Beinen. Die sind irgendwie ganz steif und er geht dann auf so ein Trainingslaufband und die Trainerin, die tut immer seine Füße massieren. Und irgendwann sieht man dann am Ende, hey, er kann laufen. Ne? Und das ist die natürliche Lernkurve. Der Körper lernt, sein Gehirn lernt, macht Verknüpfungen und das alles wird immer besser und besser von dem, dass er keinen einzigen Schritt machen kann, bis zu dem, dass er einfach draußen wieder lernt. Und das ist die natürliche Lernkurve, auf die wir uns einlassen dürfen und die uns den Weg auch zeigt, wo es hingehen soll. Ja, absolut. Wir posten auf jeden Fall den Link zu dem Hund, weil das bringt dich zum Weinen, wenn du das siehst. Das ist so hoffnungsvoll. Ja, was mir gerade in den Sinn kommt, sind so diese zwei Seiten von dieser natürlichen Lernkurve. Irgendwas ist so befriedigend, wenn man sich in diesem natürlichen Lernkurve einfach hineingibt. So wirklich mit einer voller Hingabe ist das Wort, was ich nutzen möchte. Weil jedes Mal, und ich gehe zurück auf mein Beispiel von vorhin, einfach weil das gerade der Kontext ist, in dem ich das mehr sehe, jedes Mal, wo ich einen Artikel schreibe, auch für unser Magazin, Silvia, ja, so die ersten, für die ersten Ausgabe Inside Out,
die Artikel waren urlang und kamen nicht zum Punkt. Und bei der nächsten Ausgabe waren sie einfach kompakter und besser. Und das ist das eine, so wenn man den Druck wegmacht von es muss jetzt schon gut sein. Perfekt. Und man gibt sich auf diese natürliche Lernkurve, dann ist eine unglaubliche Erfüllung und Befriedigung drin, zuzusehen, wie es wächst, wie es besser fließt und so weiter. Das andere ist auch manchmal das Aushalten können, kommt mir in den Sinn. Ich habe vor kurzem mit einem Teammitglied von mir gesprochen und sie war ganz, sie wollte mir was sagen, aber sie wusste nicht wie. Und zwar die Botschaft war, ja, sie hätte 4 oder 5 oder 6 E-Mails gekriegt, ich weiß nicht mehr, was die genaue Zahl war, von Menschen von außen, die diesen Artikel von mir gelesen haben in letzter Zeit und die nicht mir zurückgemeldet haben, sondern ihr zurückgemeldet hat. Es ist verwirrend, die verstehen gar nicht, was ich sagen will oder was meine Positionierung gerade ist. Es geht weg von all dem, was vorher war. Und wir hatten so eine wirklich offene und Herz-zu-Herz-Gespräch darüber. Und ich habe ihr erzählt, ja, dass es mir auch so geht, dass ich da nicht so zufrieden bin mit dem und dass ich hier und da am Ausprobieren bin. Und ein Teil von mir, ein Gedanke, der aufgekommen ist, dann, oh, hör auf, da musst du erst das veröffentlichen, wenn es richtig sitzt, damit solches Feedback nicht kommen kann und die Leute nicht verwirrt werden, du verlierst Leute, dein Image wird beschädigt. Und dann dachte ich mir, nein, so geht das nicht. Dass ich tue all diese Dinge im Dienst stehen der Menschen, die das hören und lesen. Und für sie mache ich einfach weiter. Und auch weil das mein Ausdruck ist gerade, auch wenn es ein bisschen unangenehm ist. Und das kommt mir auch in den Sinn, manchmal, wenn wir uns auf diese natürliche Lernkurve stellen, wir sind nicht die Einzigen, die von der Konditionierung der Schule und unserer Gesellschaft betroffen sind. Alle sind irgendwie mit im gleichen Boot und das kann natürlich auch kommen. Ja, absolut. Also wir sind alle dorthin getrimmt worden und konditioniert worden. Und ja, was wir dir mitgeben wollen heute, ist ganz wurscht, wo du gerade stehst, ganz egal, wo du gerade stehst, um es schön auf Deutsch zu Also ganz egal, wo du gerade stehst, was du gerade tust, womit du gerade unzufrieden bist, hör auf dein Inneres und lass dich von diesen äußeren Feedbacks, die dann manchmal kommen, die sagen, ja, aber du musst doch eigentlich und ich kenne mich nicht aus und eigentlich sollte das anders sein und wir übernehmen das dann und dann kommt unser eigenes Plappermaul, das dann sagt, ja, also das muss viel besser gehen und eigentlich solltest du das schon können. Lass dich von dem nicht aus der Ruhe bringen, es irritiert manchmal, es ist unangenehm, es ist manchmal auch ein bisschen das zum Aushalten, aber letztendlich, wenn wir darauf hören, wenn wir da drüber gehen und auch diese Schmerzen, die es dann manchmal sind, aushalten, dann sind wir auf unserem Weg, oder? Dann sind wir doch genau das, was uns heraus möchte. Und das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen holprig und das ist manchmal verwirrend, weil wir uns nicht auskennen und dann ist es verwirrend für die zuhören. Ja. Aber es ist unser Weg und es ist es wert, den zu gehen. Es ist wert, denen zu folgen und sich auf diese ganz natürliche Lernkurve zu vertrauen, dass uns die wachsen lässt und sich entfalten darf, was auch immer sich entfalten darf. Und in diesem Sinne, wie immer, es gibt nichts zu tun, es gibt wirklich nichts zu tun, außer zu sehen, dass du am richtigen Weg bist und dass, was auch immer aus dir herauskommen möchte, lass es wachsen, lass es entfalten und begib dich auf die ganz natürliche Lernkurve. Absolut. Ja, Sheila, magst du noch was sagen zum Abschluss? Magst du noch was mitgeben unseren Zuhörerinnen? Nein, das war für mich vollständig. Und ich sage einfach an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich in der nächsten Episode. Genau, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.